So, liebe Inkev-Zuschauer, wir schauen uns jetzt, und liebe Stream-Zuschauer, ne, ihr seid meine Seele, mein Herz, das ist das Allerwichtigste. Wir schauen uns jetzt das Video Sascha, jetzt gibt es Ärger Teil 1 von Mimi an, ist ein Re-Upload. Mimi hat mir die Erlaubnis gegeben, auf so ein Video zu reagieren. Es ist nicht mehr auf seinem Kanal verfügbar, aber er weiß selber gar nicht mehr, warum das nicht so richtig verfügbar ist, beziehungsweise wurde es damals, glaube ich, mal gestrikt oder so. Irgendwas war zumindest. Und er hat es offline nehmen müssen. Hi! Kommen wir nur zum längst angekündigten Video über Sascha. Oh, sag nichts über Sascha, der ist cool. Ja, ich muss sagen, Sascha schneidet Musikvideos wirklich ziemlich nice. Und der ist ein Teil von den Außenseitern. Ach, weißt du was, Toilettensohn? Sascha hat es wirklich nicht verdient, kritisiert zu werden. Er hat zwar ein Video über mich gemacht. Hier hat er erzählt, dass es ein privater Raum ist. Ich erinnere mich immer noch. Mach, aber weil es Sascha von den Außenseitern ist, sollte ich es nicht kritisch unter die Lupe nehmen. Ja, das sehen vielleicht... Hey, Kukumis, danke schön für den Euro. Kukumi spendet 1 Euro. Kuss geht raus an Mimi. Und an die Mainstream FTZ rechts oben natürlich auch. Bedi Schweizer Minigo. Was soll ich noch dazu sagen? Kanal Telemedial. Kanal Telemedial. Ja, Kukumis, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Danke für den Euro, die Nachricht. Ich bin verwirrt. So. Aber Al lässt sich nicht von Saschas Pseudogelaber blenden. Och nee, bitte nicht. Tut mir ja leid, Toilettensohn, aber... Ein Junge muss tun, was ein Junge tun muss. Junge. Zu der Zeit kam neu... Das Video Booster Sponsor Anfrage 2.0 von Tanzverbot raus. So lange ist das her. So lange ist das her. 2016. Okay, ich feuer frei. Geil, Mann. Wahnsinn. Das ist schon 7 Jahre her, by the way. Das Video hier. Ja, dann bin ich mal gespannt. Es geht um ein Video, was Mimi vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Ich halte Mimi für einen der größten YouTube-Künstler überhaupt. Ja, danke schön. Nun, da gucken wir jetzt mal weiter. Sein Video ging übrigens über 10 Minuten. Ich werde das hier auf die wichtigsten Aussagen runterbrechen. Plötzlich sehen wir, dass irgendwie geschrien wird, irgendwie was passiert. Wir schauen so und sehen Leon Machère. Und Mimi habe ich damals das erste Mal gesehen. Jetzt ohne Scheiß, ich habe ihn noch nie davor gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, du sitzt am Computer mit Kopfhörern und Anton auch. Und plötzlich so ein Aufmarsch und zwei laufen mit Kameras und filmen sich gegenseitig und schreien das Gleiche. Hey Kinders, wusstet ihr? Er will mich schlagen, er will mich schlagen. Und die Antwort? Nein, ich will dich nicht schlagen, ich will mit dir reden. Ist laut Sascha exakt das Gleiche. Dafür hast du dir jetzt schon mal diesen Orden verdient. Okay, das ist gut. Glückwunsch, Sascha! Gestern Abend sehe ich diese Videos und denke mir, Alter, schon wieder fängt das an. Und jetzt fängt das mit Simon Desio an. Und das tut mir auch so weh. Weißt du, Mimi, weil ich ihn auch persönlich kenne. Und Simon ist wirklich, er ist witzig, genauso wie in Videos witzig. Wenn du die Kamera ausmachst, ist er in Real Life sogar witziger. Ich finde ihn als Menschen witziger, er kann das gar nicht darstellen. Man muss ihn filmen, wenn die Kamera nicht, also wenn absolut er die nicht Kamera nein. nicht sieht. Simon Desio und 4 andere haben mich bedroht und beklaut. Ja, aber hey, Mimi, wusstest du, Simon Desio ist im Real... Also, Simon Desio ist wirklich... Das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe, weil er sagt, er ist ja noch witziger als in seinen Videos. Warte ganz kurz. Das würde ja voraussetzen, dass Simon Desio in seinen Videos witzig ist. In welcher Welt ist Simon Desio witzig? Also wirklich, in keiner Welt ist er witzig. Real Life sogar noch lustiger als in seinen Videos. Wow, das ist ja echt faszinierend. Damit bin ich ja quasi jetzt im Unrecht. Schau. Du kommst in ein Backstage rein, was privat ist, was, wo die Menschen unter sich ist. Man kann gammeln, ich sitze, schneide irgendwelche Videos, wir stinken und keine Ahnung, kratzen an Eiern und plötzlich filmt jemand das ganze Geschehen, wie die Mädchen da umgezogen oder umgeschminkt sind. Ist egal, es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Ist ja! Es geht darum, dass es ein privater Raum ist, Leute. Äußerst interessant! Revi hat in exakt dem gleichen Backstage auch gefilmt, als ich nicht da war! Und plötzlich filmt jemand, es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Es ist ein privater Raum. Oh, wo filmt denn Jody hier auf der Gangtour? Das sieht ja aus wie die Konzertbühne. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Und Dima! Es
geht darum, dass es ein privater Raum ist. Und Dagi B! Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Ich sitze immer noch im Backstage. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Oder Melina! Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Oder auch Lion! Ihr seid immer noch bei eurer Handyparty? Nein. Geil, Handyparty. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Oder auch Yarrow! Ja, ist am Start. Ja, Leon, ist der beste Pranker auf YouTube. Chero sagt, dir Mascher ist der beste Pranker. Nach Vitali. Ich hab starke Schmerzen. Kein Wunder, dass Yarrow genau da ist, wo der Dreck in der Ecke sitzt. Ja, das, da merkst du halt auch, dass Mimi großer Kollega-Fan war und auch die Disses raushaut. Und dann. Aber zum Glück filmt Sascha nicht in Backstages. Sondern Herbert! Voll geil, ich hab meine Xenia gekühlt. Warum bist du so traurig? Du bist traurig. Hey, meine... Das ist so unangenehm. Das hat 1,1 Millionen Aufrufe und 64.000 Likes. Es müssen viele Leute lustig gefunden haben. Die Herbert-Videos. Es ist faszinierend unangenehm. Wirklich. Ich finde die echt super unlustig, ne? Ich finde die super unlustig. Und jetzt noch viel unlustiger. Nein, darf ich anbeißen? Ich bin ein Fan von dir, ich habe ein Video kommentiert. Oh mein Gott! Es ist so cringe. Es ist so, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist so fremdschamerregend. Holy shit. Ist das da drüben? Dagi B? Nein, das ist nicht Dagi B. Das ist Dagi B. Dagi B. Ach, ich will einfach so krass. Ich bekomme da Gänsehaut, ne? Ich bekomme wirklich Gänsehaut. Das war er. Ich hab mich doch entschuldigt. Ich will Ball spielen. Was machst du da? Bitte. Macht ihr mir was zum Essen? Es ist so null lustig, ne? Also, das ist Wahnsinn. Ich kam nicht drauf klar, dass man das lustig findet, ne? Aber gut, als Kind vielleicht war es noch ein bisschen was anderes, aber. Ich weiß, warum ich es nie geschaut habe. Guck dich das doch mal an. 1,6 Millionen Aufrufe. Das Video darüber 1,4 Millionen Aufrufe. Immer dieses Herbert. Ja, Herbert. 1,4 Millionen, 1,4 Millionen, 1,6 Millionen. Holy shit. So viele Aufrufe. 1,1 Millionen hier. Ich check das nicht. Das ist unfassbar. Ich kann es nicht nachvollziehen. Nein, das ist nicht ich. Das ist falsch. Was willst du von mir? Nein, Remdex. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich sagte ehrlich. Nein. Ich muss mich verbessern. Ey, pass auf. Ihr haut mich gleich in die Pfanne. Oh nein. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Do you even brain, bro? Bitte. Versucht nachzudenken. Meine. Ja, gut. Chibraschkas! Chibraschki! Jerov, Zerknis! Dann versuchst du seinen Ruf zu schädigen, verstehst du? Und Ruf ist mehr Schaden als eine SD-Karte oder zwei SD-Karten oder fünf SD-Karten. Ich schenke euch SD-Karten. Ich hab hier, guck mal, ich bin sowas wie Robin Hood. Ja, das ist gut. Schön. Schön, dass auf der SD-Karte nichts drauf ist und auf der anderen SD-Karte ist was drauf. Ich verschenke euch SD-Karte. Guck mal hier, auf dem Stick, da sind 10.000 Bitcoins drauf und auf dem Stick ist nichts drauf. Du kannst doch den Stick von mir haben. Das ist doch gar kein Problem. Aber wo regst du dich jetzt noch drüber auf? So. Hauptsache, ihr streitet euch nicht auf YouTube. Okay, in meinem Video schildere ich ganz genau, dass wir uns gegenseitig gefilmt haben. Er dann verbreitet hat, dass ich ihn schlagen wollte, mindestens 4 Leute geholt hat, die mich haben, festgehalten haben, mit Gewalt erpresst haben, die Speicherkarte geholt haben, alle Daten auf der Karte gelöscht haben, die Speicherkarte zerstört haben, sodass die Speicherkarte am Ende kaputt war. Der äußerst intelligente Sascha ignoriert nahezu alles von der Geschichte und sagt dann, reg dich doch nicht auf wegen der Speicherkarte, ich schenk dir eine Speicherkarte. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Und was soll
heute diese Aussage hier überhaupt? Hier, guck mal, ich bin sowas wie Robin Hood. Robin Hood? Willst du damit sagen, dass du die SD-Karte... Weil es geht ja darum, was auf der Speicherkarte drauf ist und nicht, dass es eine Speicherkarte ist. Das ist so lost. Es ist so dumm. Holy shit. Du auch von jemand anderem geklaut hast? Oder dass du auch grün hinter den Ohren bist? Feier ich sehr. Bei dir und mit Leon da schiefgegangen ist. Es geht nicht darum, wir könnten das privat klären. Du kannst ihn irgendwo auch alleine sabotieren oder angreifen oder deinen Film filmen. Laut Sascha habe ich leider nur eine Sache erfüllt. Aber hätte ich Leon privat aufgesucht und nicht auf einer öffentlichen Veranstaltung, hätte ich ihn auch filmen dürfen. Ich hätte ihn sogar angreifen dürfen. Und weil ich nicht so schlau bin wie Sascha, musste ich Sabotage googeln. Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet das die gewaltsame Beschädigung und Zerstörung von Geräten. Jetzt verstehe ich auch, warum du den Abschluss verteidigst. David, ich wünsche dir eine gute Nacht. Die machen einfach mehr richtig als ich. Aber es geht darum, dass... das ist ein privater Raum. Ist. Schon mal, der hat mich auch gefilmt, hat auch mich gefilmt. Okay, es reicht. Das ist eine richtig dreiste Lüge, die du verbreitest, dass ich andere Leute gefilmt hätte, beziehungsweise dass andere Leute Panik geschoben haben und gesagt haben, er hat mich auch gefilmt, er hat mich auch gefilmt. Das kann gar nicht sein. Leon Mascher war der Erste, den ich gefilmt habe und danach war meine Speicherkarte weg. Du bist also nicht nur besonders schlau, sondern hier sogar ein Lügner. Und wenn aus deinem Mund hier weiterhin nur gequirlte Scheiße kommt, musst du aufpassen, dass du nicht irgendwann mit Leon Mascher verwechselt wirst. Junge, der Typ ist einfach ein King. Hier, ich sicher ist sicher. Ach, und wo wir gerade beim Thema Lügen sind. Jetzt kommt das Beste. Saschas Meinung zu meinem Vorwurf, dass Leon ein Lügner ist. Das Unechte, das Echte zu kritisieren, ist genauso wie bei den größten YouTuber wie PewDiePie. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass PewDiePie am Computer sitzt und dann, wenn die Kamera aus ist, mal seine Mutter reinkommt. Herr PewDiePie, willst du was zu essen? PewDiePie. So redet doch kein Mensch, verdammte Scheiße. Ja gut, aber er imitiert ja Herbert immer noch im Privatleben schon sehr stark, oder? Er wirkt mir so, als wäre er hier auch Herbert. Ja? Er wirkt mir so im realen Leben auch wie Herbert. So, das ist halt das Problem. Das macht es jetzt ja natürlich schon wieder ein bisschen komisch. Wenn jemand am Computer ja. sitzt, keiner redet. Ist mir auch aufgefallen, Real Rap. So wie vor der Kamera. PewDiePie oder... Ihr wollt mir doch nicht sagen... Ach, Mann. Ich habe in meinen Videos ganz klar bewiesen, dass Mert Matan, ApoRed und Leon Mascher über 1 Million Leute belogen haben. Und sogar mehrfach weiter gelogen haben, um die ersten Lügen zu vertuschen. Aber das ist völlig okay, dass sie alle verarschen wollen. Der PewDiePie macht im echten Leben ja auch nicht. PewDiePie! Ich hab schon wieder Bock auf dich, mein kleiner Sidefuck. Ron, du hast mich die ganze Zeit belogen. Ja, aber denkst du, PewDiePie macht im echten Leben auch? PewDiePie! Ja, okay, hast recht. Naja, dann bumps mal weiter Steuer und lass dich nicht stören. Hey, und mir hast du immer erzählt, du bist Single. PewDiePie! Eine zweite Frau? Nee, nicht mit mir, ich bin Einzelkind. Das heißt, ich habe nie gelernt zu teilen. Also außer im Matheunterricht. Als Simon das SUV immer geschwänzt hat. Und tschüss. Hä, warum waren die halbnackten Frauen in deinem Zimmer? Im privaten Gay-Chat hast du doch noch gesagt, du stehst auf reife Männer mit veraltetem Weltbild und blickdichter Rückenbehaarung. Tja, PewDiePie! Fuck, es ist doch ein Unterschied, ob man... Junge, es kann mir keiner erzählen. Stimmt, das war Merz' Vater. Stimmt. Der wurde ja Schnaps genommen bei diesem Gay-Prank-Ding. Also, ey, Weltklasse. Über 1 Million Leute mehrfach belügt und hofft, dass es keiner bemerkt oder man offensichtlich übertreibt mit dem Ziel, dass es lustiger rüberkommt. Und Sascha, wenn du den Unterschied nicht merkst... Naja, ich sag mal. Ja, wer denkt es auf beiden Augen oder nur einfach blöd. SD-Karten, hier habt ihr SD-Karten. Entschuldigung könnt ihr bekommen. Ich bin mir sicher, man kann Entschuldigung bekommen, wenn es wirklich einen seelisch verletzt hat, dass die SD-Karte etwas Besonderes hatte oder drin so ein Feinschliff hatte oder so eine... Er ist so lost, ohne Scheiß. Also Sascha, also... Es ist so dumm, es ist so, es geht halt nicht um diesen materiellen Wert. Es geht einmal ums Prinzip, wie das gemacht wurde und was da drauf war. Was ein Idiot. Cyrano, vielen, vielen lieben Dank für den Sub im 9. Monat. Sehr ehrenwert von dir. Sehr, sehr ehrenwert.
Ja, also mit was für ein Idiot meine ich die damalige Aktion und die damalige das, was damals halt einfach noch gesagt wurde, ist ja schon 7 Jahre her. Jetzt ist er ja nicht mehr so. Aber damals, sehr idiotische Aussage. Außergewöhnliches Deck hat der Bart mit einem goldenen Kassenzettel, dann kann ich das verstehen. Aber anders verstehe ich das nicht! Richtig, du verstehst es nicht! Also blind bist du schon mal nicht! Und da wir jetzt erfahren haben, dass PewDiePie im echten Leben nicht wirklich PewDiePie macht, will ich euch auch was beichten. Ich bin im echten Leben gar nicht gemalt und ich habe auch keine knusprigen Bäckchen. Aber den fetten Arsch habe ich trotzdem. Deine Ass ist so bright. Und jetzt diskutieren wir weiter. Und ist dir hinterhergerannt und wollte dir die Karte wegnehmen, damit du daraus nicht die Geschichte formst, die natürlich zu deiner Politik, zu deiner Welt am besten dazu passt. Ja, ich habe tatsächlich eine Geschichte geformt, die zu meiner Politik passt, aber zufällig der Wahrheit entspricht. Im Gegensatz zu dir. Du formst in diesem Video auch eine Geschichte, die zu deiner Politik passt, aber zufällig nicht der Wahrheit entspricht. Und ich wünsche mir, dass ihr einfach mehr Sachen macht, die zu euch passen. Und Leute fickt, die euch wirklich versuchen zu ficken. Nimm doch mal die großen Fische. Obama! Offensichtlich bin ich gemeint, der kriminelle Obama! Ich komme vom Planeten Kaviar und bin bis zur Erde geschworen, um mich von der einzigen unendlichen Ressource des Universums zu ernähren. Von der menschlichen Dummheit! Oh mein Gott, ich liebe dieses Paradies! Verstehst du? Wenn die wirklich jetzt nicht auf die um ihren Ruf Angst haben oder dass ihr den schadet oder dass sie den schlechten Licht darstellt oder eine eigene Geschichte draus kreiert oder eine eigene Geschichte draus kreiert oder eine eigene Geschichte draus kreiert. Mimi hat kein Stück die Sache. Yo, Trunksmooth, ich erinnere mich an den Typen. Alter, das ist so lange her. Macht er immer noch Sachen? Trunksmooth. Gibt's den noch? Der heißt jetzt. Weil ihr Ei. Nee, hä? Ranks, mit den gibt's nicht mehr. Bitte. Ich erinnere mich noch, dass es den gab. Stimmt, der hat nämlich so ein Video auch geladen. Anders geschildert oder in etwas ja, übertriebener dargestellt, als es eigentlich war. Kein bisschen. Es war genau so. 1:1. Alles, was er erzählt hat, wo ich dabei war, war genau so, wie er es erzählt hat, okay? Ich will, dass es aufhört, dieses schadensfrohe, ja, wir müssen den kritisieren. Verstehst du, es gibt Sachen, die viel wichtiger hier sind gerade. Zum Beispiel Aura, ja, wenn in einer Minute. Damit könnte Leon beim Kochen immerhin ganze 5 Auren sehen. Ach so, übrigens, ja. Es ist jetzt das Ende der Reaction gleich. Es haben am Anfang der Reaction viele Leute reingeschrieben. Dann hatten wir zwischendrin gezockt gehabt und deswegen schreiben jetzt deutlich weniger rein, weil viele Leute halt weggegangen sind. Ich meine, ich bin jetzt hier kein richtiger Gaming-Streamer. Deswegen nicht wundern, dass jetzt nicht so viele Leute reinschreiben. Außer jeder erwacht jetzt einfach, der jetzt hier zuschaut und schreibt auf einmal irgendwas rein. Dann wird natürlich alles wieder wie gehabt sein. Aber, nee, nicht wundern, Incap-Zuschauer, ja. Aber Bruder, ist auch kein Bug. Halt das Rezept geheim. Ich mag euch alle, verdammt. Und ich will nicht, dass ihr euch YouTuber sollen nicht sich gegenseitig ficken. Wir sollen zusammenhalten. Ich bleib weiter resistent. Scheiß auf Cyphers oder Gems. Ich bin lieber Kacke am Stiefel als ein Teil von deiner Gang. Bei Simon läuft und so gut wie ich Simon kenne, ja, wird er nicht antworten, weil er. Das stimmt, Baby Bullshit. Okay, Leute, wir spielen jetzt ein Spiel. Was glaubt ihr, was Saschas Begründung ist, dass Simon Desue nicht auf mein Video reagiert hat? Diese äußerst geniale Begründung von Sascha erfahrt ihr morgen 15 Uhr. Dann kommt nämlich noch ein Video in der Länge. Uiuiui, okay. Tschüss. Hey, er hat einfach mehrere Videos dazu gemacht, ne? Das ist jetzt eigentlich bloß der erste Teil gewesen. Gut, das ist auch bloß ein Re-Upload. Ja, das ist halt stark, ne? Er hat echt geile Videos gemacht. Guck mal, McDuffie am Start. Die Lösung Katze sind süß, sehr safe.